Das ist mein Haus von hinten. Da geht es den Keller rein. Da kann ich mein Fahrzeug parken, ohne dass ich einen Fluchtweg behindere. Und das ist diebstahlgeschützt, einigermaßen diebstahlgeschützt aufbewahrt, das in meinem eigenen Kellerraum. Die Zuwegung? Schotter. Echt klasse, vor allem für die Radlager von Kinderwegen, Fahrrädern, Rollatoren, Rollstühlen und so weiter. Genau das Richtige für ein Hinterhaus. Aber der Hammer kommt. So. Was ist das? Offenbar eine Rampe, damit man diese Treppe überwindet. Man sieht genau, wo die Gärtner aufhören zu reinigen. Die Treppe ist voller Grünspan. Sie ist rutschig wie Sau. Ich habe auch schon eine Unfallmeldung gemacht von meinem letzten Sturz und darauf hingewiesen, dass kein Treppengelände da ist. Ja, und nun geht es darum, dass da kein Handlauf ist. Die Prebo kann da aus irgendwelchen Gründen keinen Handlauf installieren. Und das, obwohl es ab 3 Stufen Vorschrift ist. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie dies weitergeht. Und ja, ich werde sozusagen bis zum bitteren Ende kämpfen. Denn wenn da kein Handlauf hinkommt, wird mir der Zugang zu meinem Haus schlicht und einfach nicht gewährt. Und das ist nicht in Ordnung, finde ich.